Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir erstmals seit längerem mal wieder die Fahren bis die Reifen platzen Challenge. Und zwar auf der Strecke in China. Der vielleicht reifenfressendsten Strecke im gesamten Spiel. In der Karriere erlebt man hier häufig schon nach 5 Runden, nach 6 Runden so die ersten Boxenstops. Und von daher bin ich echt gespannt, wie lange wir es heute durchhalten können. Für alle, die diese Challenge noch nicht kennen, ist das Ganze eigentlich schnell erklärt. Wir machen gleich ein 50% Rennen in einem beliebigen Auto. Worauf habe ich denn spontan Bock? Oh, vielleicht mal mit Alfa Romeo. Das ist so ein Team, was man selten verwendet. Und da nehmen wir doch den guten Iceman Kimi Räikkönen. Werden, wie gesagt, ein 50% Rennen machen, auf den Softreifen starten und werden einfach versuchen, so lange wie möglich mit diesen Softreifen zu fahren, bis eben der erste Reifen platzt und den Geist aufgibt. Und dann werden wir noch an die Box fahren und werden versuchen, das bestmögliche Ergebnis noch rauszuholen in diesem Rennen. Erfahrungsgemäß kriegt man dann aber nicht mehr viel auf die Reihe, weil man einfach bevor der Reifen geplatzt ist, schon so viel Zeit verloren hat. Und dann braucht man natürlich auch noch ein bisschen Glück, dass der sich vielleicht zu einem guten Moment verabschiedet, sodass man schnell an die Box fahren kann. Vielleicht fragt ihr euch, wo der Sinn dieser Challenge ist. Den gibt es eigentlich nicht so wirklich. Es macht einfach immer nur unfassbar viel Spaß, wirklich bis ans Limit zu fahren mit diesen Reifen. Und so vor allem die letzten paar Runden, bevor der Reifen dann platzt, die sind echt immer sehr spannend. Man schaut da eigentlich nur noch und versucht so gut wie möglich die Reifen zu schonen. Das wird bestimmt auch heute wieder cool werden. Auf einer so, wie gesagt, reifenfressenden Strecke. Das wird nicht leicht, aber ich freue mich drauf. Finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall heute herausfinden. Ich bezweifle, dass wir das sein können, aber wer weiß, vielleicht passiert ja irgendein totales Weltwunder. Schauen wir direkt auf die Rennstrategie. Ja, das Einzige, was für uns zählt, ist, dass wir auf diesen Softreifen beginnen. Und seht mal hier alleine in dieser Anzeige schon, nach 6 Runden soll man planmäßig reinkommen. Also das wird echt, das wird richtig hart heute. Ich tippe mal, dass wir vielleicht es bis Runde 15 schaffen können mit diesen Softreifen. Ich glaube, das wird schon nicht leicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch realistisch ist. Schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr da so vermutet. Und dann gehen wir auch schon direkt an den Start hier in China. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los hier bei dieser Fahren bis die Reifen platzen Challenge. Oh, wir erwischen echt einen guten Start, was aber auch daran liegt, dass die Jungs hier um uns herum größtenteils die harten Reifen hatten. Abgesehen von unserem Teammate Giovinazzi interessanterweise, der hier auch mit den Softs ins Rennen geht und den wir uns auch vielleicht direkt schnappen können in dieser etwas engen, oder nicht etwas, sondern in dieser sehr engen, sehr langsamen ersten Kurvenkombination. Antonio hat jetzt allerdings die Innenseite und setzt sich leider durch. Trotzdem war das ein sehr vernünftiger Start. Wir konnten jetzt schon 2 Positionen gut machen und da kommen vielleicht noch ein paar dazu vorbei an Giovinazzi jetzt eventuell, der hier sehr langsam wird in dieser Haarnadelkurve und jetzt schnappen wir uns unseren Teammate hoffentlich endlich oder auch nicht. Rad an Rad geht's mit Giovinazzi in diesen Mittelsektor und er setzt sich leider durch, hatte da natürlich die deutlich bessere Linie. Übrigens ist es auch nicht Sinn dieser Challenge, die Reifen jetzt übermäßig zu schonen. Wir werden einfach normal fahren, normal angreifen und werden versuchen, hier so weit vorne wie möglich unterwegs zu sein. Natürlich wird es aber ganz gegen Ende, wenn die Reifen schon fast am Ende sind, nicht zu vermeiden sein, da ein bisschen vorsichtig zu machen und ein bisschen auf den Verschleiß zu achten. Wow, wir kommen richtig gut durch diese Steilkurve vor der DRS gerade und können jetzt scheinbar endlich an unserem Teamkollegen vorbeiziehen, der da ganz schön hartnäckig war. Aber jetzt konnte er da nicht viel dagegen machen. Vielleicht auch vorbei an Ocon. Vor uns geht's ein bisschen zur Sache. Jo, Ocon zieht im letzten Moment rechts rüber. Das war ein bisschen überraschend. Dennoch schnappen wir uns Esteban. Aber, oder? Ja, tatsächlich. Wir profitieren gerade sehr stark davon, dass hier viele auf langsameren Reifen unterwegs sind. Normalerweise sollten wir mit unserem Alpha hier nämlich nicht so durchs Feld pflügen. Das ist ja bei weitem keins der besseren Autos. Oh. Links neben uns haben wir jetzt Ocon und Giovinazzi, die Spätbremsen da ganz mutig waren außen. Wir haben früher angebremst und können dadurch jetzt vielleicht kontern hier in dieser Kurve. Das sind echt ein paar geile Battles. Und schön zu sehen, dass auch Antonio sich hier so stark nach vorne fightet. Rad an Rad jetzt mit Ocon. Da sollte uns doch unser Vorteil durch die Softreifen helfen. So ist es auch. Schnappen wir uns den Franzosen jetzt endlich mal. Ja, Mann, sehr schön. Boah, am Ende der 2. Runde haben wir vorne links schon 12% Abnutzung. Das ist unglaublich viel. Ich glaube sogar fast, dass meine Prediction, dass die Reifen in Runde 15 kaputt gehen, schon zu optimistisch war, wenn man das so sieht.
Natürlich hatten wir aber auch ziemlich viele Duelle jetzt in diesen ersten Runden. In freier Fahrt wird der Verschleiß da ein bisschen besser sein. Oh, jetzt könnte es unschön werden gegen Ocon, der mit dem DRS angeschossen kommt, hier auf der langen DRS gerade. Leider konnten wir nicht ganz im DRS-Fenster von unserem Teamkollegen bleiben und konnten somit nicht den Flügel flachstellen hier auf der Gerade, betaubten aber unseren 13. Platz immerhin. Oh, hier auf der Stadtzielgerade kommt aber direkt der nächste Versuch von Ocon und diesmal sieht es deutlich besser aus für ihn. Da zieht er leider vorbei. Alternative Strategie von Jeff. Glaub mir, Jeff, keine Strategie ist so gut wie das, was wir vorhaben. Da kannst du gar nicht rankommen. Allmählich merkt man schon, wie wir ein bisschen an Pace einbüßen. Ocon kann sich absetzen, obwohl er auf härteren Reifen ist. Natürlich ist der Alpine aber auch ein stärkeres Auto. Das mit diesem Alpha hier ist ein ganz schöner Kampf. Vor allem, wenn man das starke Karriereauto gewohnt ist natürlich. Ich frage mich, wann die ersten reinkommen werden und hoffe vor allem auch, dass wir nicht das Pech haben, dass alle vor uns auf härteren Reifen unterwegs sind, also gar nicht auf den Softs. Es würde mich nicht überraschen. Ich habe hier nämlich nicht das Qualifying gespielt vor diesem Rennen, deshalb könnten die theoretisch auch innerhalb der Top 10 alle auf Mediums oder sogar auf harten Reifen sein. Und das würde bedeuten, dass wir nicht mal zwischenzeitlich zumindest weit nach vorne kommen. Boah, ey, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt vorne links in einer Kurve 2% dazu bekommen. Das ist wirklich, diese Strecke ist crazy zu den Reifen. 33% haben wir jetzt erreicht. Das ist so ungefähr ein Drittel und wir haben gerade die fünfte Runde beendet. Also vielleicht liege ich da ja doch goldrichtig mit dem Tipp, dass in Runde 15 der erste Reifen platzen wird. Sehr viel später als in Runde 15 wird es auf jeden Fall nicht sein. Da vorne kommt immer noch niemand rein, doch jetzt mal einer. Ich habe aber wirklich die Befürchtung, dass Giovinazzi, wir und vielleicht der eine McLaren die einzigen sind, die hier auf Softreifen in dieses Rennen gegangen sind. Na gut, dann ist das aber halt so. Wäre das ja ein normales Rennen, dann wäre übrigens jetzt spätestens in dieser Runde ein Boxenstopp sinnvoll. Das macht keinen Spaß mehr zu fahren. Wir untersteuern nur noch ohne Ende und auch das Rausbeschleunigen aus Kurven ist richtig schwierig. Obwohl das sogar noch halbwegs klar geht, weil die Hinterreifen nicht ganz so krass beansprucht werden auf dieser Strecke. Obwohl, kaum sage ich sowas, schon fahren wir eine persönliche Bestzeit im ersten und im zweiten Sektor sogar. Das ist stark. Bald bekommen wir ein Problem gegen die beiden Aston Martins dahinter uns, die auf harten Reifen in dieses Rennen gegangen sind. Jetzt sind aber diese harten auf jeden Fall besser als unsere Softs. Gleich stehen da die 50% in wenigen Augenblicken. Jetzt ist es soweit. Und das mitten in Runde 8. Vermutlich werden wir jetzt ein Problem gegen Stroll bekommen. Wahrscheinlich noch nicht auf dieser langen Gerade. Da ist er nicht ganz nah genug dran. Aber auf Start und Ziel wird das kaum noch zu verteidigen sein. Oh, vor allem nicht, wenn ich sowas hier mache. Auch da macht sich der Reifenverschleiß jetzt bemerkbar. Letzte Kurve so gut wie noch irgendwie möglich hier durchkommen. Ja, das wird's aber gewesen sein mit diesem 12. Platz, fürchte ich. Da kommt Stroll an. Wir zwingen ihn nach außen für die erste Kurve. Das bringt aber gar nichts. Platz 13. Oh, weit draußen auch ein bisschen. Kann auch Vettel durchschlüpfen? Nein, noch zumindest nicht. Oh, Vettel hat ein Problem mit seinem Auto. Okay, das ist natürlich ein guter Zeitpunkt für sowas. Und wir haben Gelb weiter vorne. Wer ist denn da langsam? Das war irgendjemand hier in diesem Grüppchen. Onboard einfach mal mit Fernando Alonso im Alpine. Ist er das gewesen? Nein, es war, wow, der Ferrari direkt vor Fernando. Carlos Sainz, der zweite Spanier. Okay, der ist draußen. Vielleicht gibt das ja ein Safety Car. Das würde uns so 2-3 Runden schenken. Mal schauen, Sainz ist draußen. Ah nee, das sieht aber leider nicht nach einem Safety Car aus. Ich glaube auch, das passiert gar nicht mehr so häufig, oder? Dass für einen Motorschaden ein Safety Car rauskommt. Das haben wir schon echt lange nicht erlebt. Vettels Problem macht sich übrigens bemerkbar, der kann überhaupt nicht mehr mithalten. Und wird jetzt auch angegriffen von Daniel Ricciardo, der schon einen Stop eingelegt hat. Beide schießen daran mit dem DRS. Oh, Daniel wird aber eh kaum zu halten sein, der wird so viel schneller sein aufgrund des Autos und aufgrund der Reifen natürlich. Erst recht können wir trotzdem irgendwie dagegenhalten. Haben wir uns vielleicht das DRS geholt? Nein, leider nicht. Das hat Daniel bekommen und somit wird es das jetzt gewesen sein, erneut mit diesem 12. Platz. Schade. Oh, und da kommt Vettel jetzt auf einmal außen. Das habe ich nicht erwartet. Vorbei schafft er es aber nicht. Erstmals leuchtet jetzt auch so ein Warnsymbol beim Reifenverschleiß auf. 60% haben wir vorne links. Also der erste Reifen, der platzen wird, wird wahrscheinlich dieser vordere linke sein. Ah, man muss so lange warten, bis man aufs Gas gehen kann. Das ist richtig frustrierend.
Persönliche Bestzeit aber im ersten Sektor, was? Wo kommt das denn her? Na gut, der erste Sektor ist aber auch nicht ganz so schlimm. Riesenprobleme haben wir hier in diesem Mittelteil. 70%. Allmählich wird's richtig spannend. Aber wir halten uns erstaunlich gut, finde ich. Platz 13 in dem Alfa Romeo mit solchen Reifen, das ist saustark. Hoffentlich haben wir das Glück, dass die irgendwo am Ende der Runde platzen, sodass wir wirklich noch eine richtig gute Position am Ende holen können. Oh, Russell und Vettel kommen da jetzt ran. George hat richtig gut aufgeholt in den letzten paar Runden und schnappt sich jetzt den Deutschen, so wie es aussieht, obwohl Sepp da echt nochmal gut dagegen hält, dafür, dass sein Auto nicht mehr in einem besonders guten Zustand ist. Oder vielleicht wurde das Problem auch gefixt, das kann natürlich auch sein. Das Problem ist halt, dass der Reifen auf jeden Fall in so einer langgezogenen Rechtskurve platzen wird. Das ist eigentlich fast klar, weil da halt die Belastung am größten ist. Und wenn wir Riesenpech haben, ist das halt genau hier die erste Kurve. Und dann ist das Rennen gelaufen, dann müssen wir eine ganze Runde hier auf drei Reifen fahren. Da ist das Warnsymbol schon rot jetzt mittlerweile und wir haben gleich 80% Abnutzung. Und Russell weiß schon gar nicht, wie er hier fahren soll, um uns nicht hinten reinzukrachen. So langsam wie wir sind, na komm schon George, fahr vorbei. Ich möchte jetzt keine Kollision hier riskieren. Das hier wäre eigentlich so die beste Kurve für einen Reifenplatzer. Oder halt die Haarnadel, aber ich bezweifle, dass das dort passieren wird. Oh, jetzt wird Vettel vorbeiziehen können. Weiter vorne waren einige an der Box. Die kommen aber schon vor uns raus, so wie es aussieht. Da ist Vettel jetzt vorbei. Und die sind tatsächlich vor uns. Boah, das ist bitter. Und das waren keine besonders starken Jungs. Oder zumindest keine, die ganz vorne rumfahren. Und da ist der Reifenplatzer. Völlig aus dem Nichts. Tatsächlich in dieser ersten Kurve. Das darf nicht wahr sein. Schauen wir uns den Moment an, in dem der Reifen geplatzt ist. Ich habe noch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil der ja auch erst bei so 83-84% war. Und ich habe erwartet, dass der wirklich hochgeht bis 100, so stetig. Aber das ist nicht passiert. Er ist hier schon früher, hat sich schon früher in Luft aufgelöst und zwar genau in diesem Moment. Ja, es war klar, dass es so eine Kurve sein musste. Und es hat halt echt die schlimmste getroffen. Ja, das war es eigentlich mit dem Rennen. Niemals reißen wir jetzt noch irgendwas. Müssen hier sogar echt vorsichtig sein jetzt, um nicht in der Wand das Ganze zu beenden. Der Reifen löst sich richtig auf da vorne. Wow! Wir haben jetzt natürlich gar keinen Grip mehr auf der Vorderachse. Also da muss man jetzt echt vorsichtig sein. Aber das wird so bitter in diesem Mittelsektor. Da wird absolut nicht viel gehen. Alter, der Reifen, der zerfetzt ja richtig. Wow! Das sieht echt cool aus. So von der Animation her. Da kommt jetzt auch der Letzte an uns vorbei, Nikita Mazepin. Na gut, gegen den können wir natürlich auch nichts machen, das ist völlig klar. Ah, und jetzt sind wir schon auf dem letzten Platz angekommen. Das Gute ist, dass auch die Jungs nochmal stoppen müssen. Ja, das Schlechte ist halt, dass wir jetzt unfassbar viel Zeit verlieren, während auch der zweite Ferrari ausscheidet da vorne, oder was? Das war auf jeden Fall nicht gerade das beste Rennen für die Scuderia, oder war das vielleicht ein Crash hier? Zwischen Leclerc und dem Alpha Tauri. Ah nein, oh Gott. Es ist ein Dreher von Leclerc in so einer Situation. Oh, oh, nein, das war zu schnell. Das war viel zu schnell hier in diese Kurve hinein. Irgendwie erwischen wir sie aber noch so halb. Puh, bald haben wir es geschafft an die Box, aber haben schon mega viel Rückstand. Fast 10 Sekunden fehlen uns auf Mazepin. Und das werden auf jeden Fall 10 Sekunden, wenn nicht sogar... Das werden mehr als 10 Sekunden sein, bis wir an der Box sind. Die Haarnadelkurve wird jetzt auch nochmal ganz, ganz schlimm. Irgendwie bekommen wir das Auto aber halbwegs zum Stehen. Sehr, sehr gut. Bald ist es geschafft. Boah, Runde 14 war es übrigens. Also lag ich mit meinem Tipp echt nicht so weit daneben. Oh, vorsichtig. Jetzt können wir ganz leicht so einen Lewis Hamilton von 2007 hier an der Box machen. Zum Glück gibt es da außen aber kein Kiesbett mehr, sondern so eine Auslaufzone. Mal schauen, was jetzt noch geht. Alles andere als ein letzter Platz wäre ein Riesenerfolg natürlich. Wir holen uns jetzt die Medium-Reifen. Oh, fahr doch! Hallo, was ist das denn? Gerade konnten wir doch auch noch 200 fahren oder so und jetzt kriegst du hier keine 80 km/h hin. Oh Mann. Oh, ja, das... Okay. Das war es vermutlich auch mit diesem vorletzten Platz. Bis hierhin hatte ich eigentlich noch so ein bisschen Hoffnung. Aber ja, das hat sich jetzt erledigt. Ja, und jetzt gibst du Gas auf einmal. Super, ganz, ganz toll. Komm schon, Jungs, gib Gas. Guter Stopp immerhin. Ja, 2,9. Das ist okay mit so einem Reifenschaden. Da dauert so ein Stopp ja auch minimal länger nochmal, weil das Auto einfach ein bisschen tiefer ist vorne. Also das ist nicht so verkehrt. Und wir sind jetzt in der Zwischenzeit auch eine Runde zurück. Zumindest hinter einem der beiden Mercedes und bekommen auch blaue Flaggen gezeigt. Hier gegen, wer ist das, Verstappen oder Perez? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir den auch bald vorbeilassen.
um keine Strafe zu kassieren. Max Verstappen ist das. Machen wir einfach mal hier brav Platz. Komm schon, fahr vorbei. Bitte ohne uns unendlich viel Zeit zu kosten. Sehr gut. Oh, Hamilton stoppt da jetzt oder ist das Bottas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall schnappen wir uns den, sind aber immer noch eine Runde zurück hinter Verstappen. Wir holen aber in großen Schritten auf Mazepin, haben da schon ungefähr 3 Sekunden gut gemacht, seit wir aus der Box gekommen sind. Und der muss nochmal reinkommen, wird somit 25 Sekunden nochmal verlieren. Hätte dann aber immer noch 20 Vorsprung leider, also ich glaube, das ist ein bisschen aussichtslos. Da ist Nikita jetzt drin. Pff, wir werden so innerhalb von 15 Sekunden sein, aber der wird jetzt auch auf frischen Reifen sein und unser Alfa Romeo ist nicht so viel schneller als der Haas, zumindest nicht um Welten. Also bin ich da sehr wenig optimistisch, dass das noch was wird. Wir hatten halt echt Pech mit dem Zeitpunkt des Reifenplatzers. Diese eine Runde mit dem kaputten Reifen, die hat uns alles kaputt gemacht. Bis dahin lief es richtig gut und wäre der Reifen, wie gesagt, hier am Ende der Runde geplatzt, dann hätte das locker noch was werden können mit diesem vorletzten Platz, wenn nicht sogar mit was noch besserem. Aber so, ja, keine Chance, der ist jetzt schon in der ersten Kurve und hat seinen Stop erledigt. Ja gut, an der Stelle würde ich vorschlagen, beenden wir das Rennen auch einfach. Das macht ja keinen Sinn. Man könnte die 10 Runden jetzt noch fahren, aber was soll bitte passieren? Wir werden keine 19 Sekunden aufholen auf Mazepin. Der ist sogar leicht schneller, konnte ein bisschen was auf uns gut machen, weil wir die beiden Mercedes jetzt überrunden lassen mussten. Da kommt jetzt auch noch der nächste. Klar, da muss Mazepin dann auch durch, aber ja, das macht einfach keinen Sinn. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Und das war's dann an dieser Stelle auch von dieser Challenge hier. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Mir hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich mag diese Challenges irgendwie, auch wenn es nicht so sinnvoll ist, das ist halt so ein Spaßding. Aber es war auf jeden Fall cool und interessant zu wissen, wie viel so ein Softreifen aushält hier in China. Schade, wie schon des Öfteren erwähnt, dass der Reifenschaden so früh in der Runde passiert ist. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte diese zweite Rennhälfte echt noch richtig spannend werden können, würde ich zumindest behaupten. Das war's jetzt aber. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne Vorschläge für weitere Challenges in die Kommentare und dann sehen wir uns bald bei kommenden Videos wieder. Bis dann, haut rein und ciao!